Ein dritter Aspekt, wie unser Vertrauen zu Jesus wächst, zu dem Löwen von Juda. Der Löwe von Juda gibt dir Autorität. Er gibt dir Autorität. Ja? Jesus sandte seine Jünger aus. Geht ihr hin, verkündigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt die Toten auf. Ja, dann sagt man sie, Jesus, du verlangst ein bisschen viel. Und dann sagt er so Dinge, ja? Oder er sagt, ja, ihr werdet die gleichen Sachen tun, wie ich getan habe. Und ihr werdet noch größere tun. Oh, Jesus, da traue ich mir nicht zu. Ne? Aber er will seinen Jüngern Autorität geben. Er sagt im Missionsbefehl, geht ihr hin und mache zu Jünger. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lehrt sie alles. Lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Ja? Und das war viel. Also jeder Christ hat Autorität bekommen, wenn er dann Jesus im Herzen hat. Die Hoffnung der Herrlichkeit in sich, doch nur wenige machen Gebrauch davon. Darum sei mutig und mach Gebrauch davon. Lass dich gebrauchen zu seiner Ehre. Ja? Es ist einfach gut. Ja? Denn 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt uns, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, den Geist der Angst oder den Geist der Furchtsamkeit, steht in eigenen Übersetzungen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja? Als Gotteskinder dürfen wir das immer wieder uns aussagen. Ich habe Kraft von Gott empfangen, ich habe Liebe fließt in mein Herz immer wieder, wenn ich es aufmache und bete und sein Wort lese. Und er gibt mir Besonnenheit, er gibt mir Weisheit, er gibt mir die Kraft, treu zu sein. Er gibt mir die Kraft, nicht zu sündigen, wenn die Sünde wieder mal lockt. Ja? Er gibt mir Überwinderkraft, zu widerstehen. Also habe keine Angst, Fehler zu machen, denn auch die Gemeinde ist der sicherste Ort, wo wir Fehler machen dürfen. Warum ist das so? Weil wir als Christen in einer Versöhnungs- und Vergebungshaltung leben. Wir sind immer bereit, einander zu vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und da soll auch die Gemeinde ein sicherer Platz sein. Also habe den Mut, Fehler zu machen. Habe den Mut, sich für Gott einzusetzen. Habe den Mut, dich zu blamieren, wenn du sagst, ich glaube an einen Gott, der heilt. Die Woche beim Fitnessstudio hat eine Frau mir sein Leid geklagt, ja, was sie da Arthrose hat und so. Er hat gesagt, ich glaube an einen Gott, der heilt. Ja, und wir wollen für dich beten, kommende Gottesdienst. Ja, sie hat es leider noch nicht wahrgenommen. Ja. Aber das erwarte ich schon mal, dass sie dann, wenn sie gesund werden, wird auch mal in den Gottesdienst kommen. Wir beten für Kranke. Ja. Wir beten für Kranke. Und das ist wirklich gut. Und das, vielleicht schafft sie den Schritt. Ja. Wollen wir auch dafür glauben. Ja. Also in 2. Korinther 2, Vers 14 steht eine interessante Aussage, sagt Paulus den Korinthern und auch uns, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus, uns den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Orte durch uns offenbart. Ja? Wir sind einhergeführt im Triumphzug. Jesus hat die wirklich Hölle, Tod und Teufel besiegt am Kreuz von Golgatha. Ein triumphaler Sieg, und an diesem Sieg lässt er uns teilhaben. Ja? Wenn man so diese Soldaten kennt, wenn sie einen Sieg errungen haben auf dem Feld, ja, kamen sie zurück und sie wurden gefeiert. Ja, wenn die Römer zurückkamen nach Rom, das waren große Triumphzüge. Und so darf man sich das vorstellen. Als Christen sind wir einhergeführt in diesem Triumphzug. Wir dürfen Anteil haben. Und da steht es dann weiter, dass wir den einen ein Geruch zum Leben sind, den anderen ein Geruch zum Tod. Die einen freuen sich, wenn wir ihnen von Gott erzählen. Und die anderen ärgern sich. Ja? Und so sollen wir aber dennoch es weitergeben, zur Zeit oder zur Unzeit. Ich habe jetzt ein paar Reifen gewechselt, ich habe mal ein paar die Winterreifen runtergemacht, Sommerreifen drauf. Nicht Sommerreifen, haben wir Allwetterreifen drauf gemacht. Ja? Beide Autos, ja? Allwetterreifen, brauche ich so nicht mehr so viel zu wechseln. Und da war ich jetzt bei einem älteren Mann, der hat das so gemacht, der ist ausgerüstet, hat das alles. Und dem habe ich dann jedes Mal, wenn ich da war, ein Evangelium verkündigt. Ja? Immer wieder habe ich ihm gepredigt und immer wieder habe ich ihn darauf hingewiesen, dass er Rettung braucht. Der hat mir an dem ersten Tag schon sein ganzes Leben erzählt, ja? Was er für Probleme hat, Scheidung, Kinder, zerstritten und da Probleme und Probleme.
Dann sage ich dem guten Mann, du brauchst Versöhnung, du brauchst Vergebung, du brauchst Rettung. Ja, und dann kriegt er ja von mir direkt dann noch eine CD, er hat Uwe sein Lieder gekriegt, er hat einen Prospekt gekriegt und ich habe den gepredigt, was er machen muss. Wir haben ihn zur Gemeinde eingeladen. Ja, was er daraus macht, das liegt in seiner Hand. Ich hoffe ja, dass er mal hier auftaucht. Ja. So ist es einfach. Also sind wir echte Jünger? Leben wir aus dem Sieg Jesu? Jünger wenden die Autorität in der Praxis an, okay? Jünger tun das, was Jesus sagt. Ja? Jünger lernen von Jesus, sie folgen ihm nach und sie setzen alles dran, ihm ähnlicher zu werden, in sein Bild verwandelt zu werden. Das haben wir auch unser Mittwoch angesehen. Ja? Darum werde jünger, bevor du älter wirst. Und Jesu Freunde waren Jünger. Wenn wir Jesu Freunde sein wollen, dann müssen wir auch Jünger sein. Echte Jünger, die es ernst meinen mit ihm. Ja? Ein Jünger ist ein Christ, der entschlossen ist, Jesus Christus zu folgen. Mit dem Wunsch, von ihm zu lernen und nach seinem Vorbild zu leben. Jüngerschaft ist der Prozess, dass ein Jünger Jesus ähnlicher wird. Ein Prozess, ja, er war ein Vorbild in allen Dingen. Und wir wollen ihm ähnlicher werden. Und jetzt komme ich zum letzten Aspekt, was unser Vertrauen zu den Löwen von Juda wachsen lässt. Sei vorbereitet auf das Kommen des Löwen von Juda. Sei vorbereitet. Ja? Vorbereitet zu sein, das ist so wichtig, denn Jesus kommt bald. Damals haben sie sich schon gegrüßt mit Maranatha. Ja? Jesus kommt bald. Ja? 1. Korinther 16, 22. Ja? Dieser Gruß Maranatha hat denen Trost gegeben, den Christen da in Korinth. Ja? Sie haben sich gegrüßt, Maranatha, der Herr kommt. Sei vorbereitet, er wird kommen. Geh durch diesen Slide durch. Der Herr kommt bald. Halte fest. Bleibe dran. Und 1. Thessalonicher 5, 23, einer meiner Lieblingsbibelstellen, die sagt etwas ganz Wichtiges. Er aber der Gott des Friedens. Ja? Der Gott des Friedens, fällt mir gut, ja? Heilige euch durch und durch. Heiligung ist wichtig. Jagt der Heiligung nach, ohne das werdet ihr Gott niemals schauen. Das Verlangen muss da sein, verändert zu werden. Ja? Morpho, Metamorpho, Sumophiso, Veränderung, Umgestaltung in sein Bild. Da muss ich immer wieder die griechischen Worte benutzen. Ja? Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist. Ja? Das ist ja auch unser Thema. Wir brauchen einen wachen Geist. Einen wachen, starken Geist, damit wir vorbereitet sind, dass wir im Glauben stehen, dass wir nicht im Schlaf gefunden werden, dass wir unsere Lampen voll Öl haben, das werden wir uns gleich ansehen. Ja, wie heiligt er uns? Ja, an Geist, Seele und Leib. Geist, Seele und Leib, in deiner Trinität als Menschen. Ja, du bestehst nicht nur aus dem Leib, du hast eine Seele und innewohnend den Geist Gottes, wenn dann Jesus in deinem Herzen ist. Ja. Und so ist es, unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ja? Das heißt also, ich jage der Heiligung nach, solange bis Jesus kommt. Ich suche Veränderung, ich suche Umgestaltung in sein Bild und ich bleibe dran. Ja? Ich suche das, ich lasse das zu, auch die völlige Heilung in meiner Seele. Ja? Wille, Verstand, Gefühl, was meine Seele ausmacht. Ja? Ich lasse meinen Willen heiligen. Ich bin nicht mehr trotzig wie ein Esel und rebelliere gegen sein Wort. Ich lebe das im Gehorsam aus, weil ich das liebe. Ja? Mein Wille wird geheiligt. Meine Gefühle kommen in Harmonie. Das ist wichtig, das will der Herr tun. Deine Gefühle in Harmonie führen. Und dein Denken wird erneuert. Ja? Dein Gedankenwelt wird erneuert. Durch das, dass du die Wahrheit anziehst aus dem Wort Gottes und alle Lüge ablegst. Das ist ein wunderbarer Heilungsprozess, der dich für die Ankunft des Herrn schmückt. Wir sind ja als Gemeinde Jesu Braut Jesu. Jesus ist der Bräutigam, der Löwe von Juda ist auch der Bräutigam. Ja, muss ich mal an anderer Stelle drüber reden, wie wir uns für den Bräutigam vorbereiten. Ja, eine Braut schmückt sich für den Bräutigam. Er macht, ein sauberes Kleid an, ja, und hoffentlich macht sie auch reine Sache mit Gott. Ja, dass sie ihre Sünden bekennt, dass sie nicht noch innerlich dreckig kommt.
sondern dass sie gereinigt kommt durch das Lammes Blut. Ja? Da Gedanken über das Kommen des Herrn, auch in Bezug hier auf den, mit dem Löwen von Juda. Ja? Es steht eine interessante Stelle in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Dort steht über die Wiederkunft Jesu und auch über die Entrückung seiner Gemeinde. Ja? Und hier zu der Entrückung seiner Gemeinde heißt es, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Ja, hier spricht er vom zweiten Kommen, nicht von dem ersten. Ja? Herabkommen vom Himmel. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Ja? So gesehen sind Christen eigentlich in diesem Moment wie Astronauten. Sie heben ab. Ja? Zu Jesus hin. Das ist die Verheißung des biblischen Wortes. Wenn Jesus wiederkommt, holt er seine Gemeinde zu sich. Und dann wird er sein Friedensreich hier auf Erden aufrichten. Auch mit seiner Gemeinde. Das ist die Zusage des Wortes. Also Jesus kommt bald. Bist du vorbereitet? Kann Jesus für dich heute kommen? Bist du gereinigt von Sünde und Schuld? Und hast du deine Lampen voll Öl? Und das schauen wir uns jetzt mal die klugen und die törichten Jungfrauen an. Ja? Bereit für den Bräutigam. Jesus erzählt ja diese Geschichte selbst in Matthäus 25. Ja, ihr habt sie alle bestimmt schon gelesen. Ich lese uns einen Teil davon. 1 bis 5 Mal. Dann wird das Himmelreich gleich sein. 10 Jungfrauen, die ihre Lampe nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Ja? Lampen, damit sie den Bräutigam sehen. Ja? Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen Öl in ihren Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Ja? Also die einen hatten Lampen und denen hat es Öl gefehlt. Und die klugen Jungfrauen nahmen Öl mit und ihre Lampen. Ja? Damit, wenn das Licht ausgeht, sie schnell nochmal Öl nachfüllen können. Ja? Damit sie den Bräutigam auch sehen, wenn er kommt. Ja? Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Da ließ der Bräutigam auf sich warten. Ja? Da überspringe ich mal einen Teil, lese weiter in 8 und 9. Also diese klugen Jungfrauen gaben auch nichts von ihrem Öl ab. Die hätten ja sagen, komm, wir haben genug dabei, ja? Wir gehen ja schon von meinem Öl, dann ihr auch genug habt. Aber das taten sie nicht. Und so muss jeder auch selbst für sich Öl kaufen. Jeder, das ist ein Bild auf den Heiligen Geist, muss gucken, dass er gefüllt ist im Heiligen Geist, dass er selbst gesalbt ist, dass er einen wachen Geist hat und dass, wenn der Bräutigam kommt, Jesus Christus, wir bei der Arbeit gefunden werden und nicht im Schlaf und nicht im Dunkeln, nicht in der Sünde, nicht in der Finsternis, sondern dass wir gefunden werden in der Nachfolge. Ja? Frei von Sünde und Schuld. In Vers 8. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns doch von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da haben sie einmal eine Not. Ja? Da antworten die Klugen und sprachen: Nicht also, auf dass nicht uns und euch gebreche. Geht aber hin, das ist ein bisschen alte Übersetzung, das Gebreche ist ein bisschen komisch, dass es uns nicht gereiche. Ne? Ja? Geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Ja? Geht, kauft selbst euer Öl. Geht, streckt euch aus nach Gott, dass ihr gefüllt werdet im Heiligen Geist, dass der Bräutigam euch zu sich holt, wenn es soweit ist. Übertragener Sinn. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns doch auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welche des Menschen Sohn kommen wird. Ja, das ist ein ernstes Wort. Sind wir bereit auf das Kommen des Herrn? Haben wir den Hunger noch? Haben wir die Lust, Gott tiefer kennenzulernen? Haben wir
dieses Verlangen, dem Löwen von Juda zu folgen, von ganzem Herzen, auch wenn es uns viel kostet, haben wir das Verlangen, in seiner Gegenwart zu bleiben, das Gebet zu suchen in seiner Gegenwart, ja, gefüllt zu werden, aufgefüllt zu werden, geistlich die Lampe mit Öl gefüllt zu bekommen. Haben wir den Hunger, haben wir das Verlangen? Das darf nie aufhören. Ich gehe jetzt 30 Jahre mit dem Herrn. Aber das darf nicht aufhören. Das soll mehr werden. Der Hunger soll nicht weniger werden. Die Leidenschaft soll nicht weniger werden. Ich will meine Lampen gefüllt haben mit Öl, wenn der Herr kommt. Ich will in der Nachfolge gefunden werden, in der Arbeit für den Herrn. Ja? Und da muss man heute alles dran setzen, denn der Teufel will uns ablenken und will uns unser Öl rauben. Jesus kommt bald, ja, wenn man das so ein bisschen sieht, hier in der Mitte Jesus und dann den Posaunen kommen, Engeln, er kommt und jeder wird ihn sehen. Er wird sichtbar sein für alle Menschen, wenn Jesus wiederkommt. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und als solcher wird er erkannt werden von der ganzen Welt. Alle Menschen werden ihn erkennen, denn er kommt nicht mehr als Baby, ja, in der Krippe da, lieb und schön. Sondern er kommt auch als Richter, um sein Friedensreich aufzurichten hier auf Erden. Und der Teufel wird einfach kuschen vor ihm, weil er wird mit dem Hauch seines Mundes den Teufel richten. Er hat ihm ja schon auf Golgatha den Kopf zertreten, der Schlange den Kopf zertreten, seine Macht genommen. Die Zähne sind ihm schon gezogen, er brüllt noch, er verleitet die Christen noch. Aber er hat eigentlich gar keine Autorität mehr, weil wir unter dem Schutz Gottes stehen. Amen. Da kann man mal Amen sagen. Ja. Jesus kommt bald. Herrlichkeit. Und er holt seine Gemeinde zu sich. Offenbarung 1, Vers 7. In Offenbarung steht sehr viel darüber. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen. Ja? Von Süden, von Westen, von Norden, von Osten. Man wird ihn sehen von überall. Und er wird kommen in Herrlichkeit. Darum sind wir bereit, okay? Haben wir unsere Lampen gefüllt, ja? Bleib stark, Jesus wird kommen. Sei vorbereitet, habe einen wachen Geist. Suche die Salbung des Heiligen Geistes und lebe auch die Autorität aus, ja? Also das hat nichts mit Stolz zu tun, das hat damit zu tun, ich will gehorsam sein. Herr, du hast gesagt, ich habe es geglaubt und ich will es tun. Und dann liegt es in seiner Hand. Wenn ich für Kranke bete, liegt es in seiner Hand. Ob er die Kranken gesund macht, ich kann das nicht. Aber ich kann in seiner Autorität beten. Segne, durchdringe, durchflute, führe alles in die göttliche Ordnung hinein. Und dann ist es der Herr, der durchdringend operiert und heilt. Ja? Das habe ich auch der Frau gesagt. Da, wo kein Arzt hinkommt, wo keine Tablette hinkommt, kommt Gott immer noch hin. Ja? Und er kann deine Arthrose wegmachen. Und dann ist sie weg. Und du kannst wieder tanzen gehen mit meiner Frau. Ne? Die macht immer Zucker da. Ja? Und das liebt sie so. Ja? Und das will sie auch wieder machen. Ja? Okay, damit bin ich am Ende. Also diese vier wichtigen Aspekte. Merke dir die. Ja? Bleibe unter dem Schutz des Löwen von Juda. Bleibe unter diesem Schutz. Wer unter dem Schutz, unter dem Schirm des Höchsten ist und seinem Schatten bleibt, in seiner Gegenwart bleibt, ja, nicht im Fleisch wandelt, sondern im Geist wandelt. Ja? Wenn du im Geist wandelst, wirst du die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Aber du musst dich entscheiden. Ich bleibe auf Kurs. Ich bleibe dran. Ich bleibe unter dem Schirm des Höchsten. Ich bleibe unter dem Wort Gottes. Ich bleibe dran. Ja? Werde stark und mutig durch seine Kraft. Ja? Seid stark in dem Herrn, der Macht seiner Stärke. Zieh die komplette Waffenrüstung an. Lass da nicht ein Teil aus. Ja? Damit du erfolgreich Widerstand leisten kann und der Teufel flieht von dir, weil du stehst. Ja? Durch das Schutz des Lammes, Blut. Du führst das Wort Gottes in deine Munde und du hast diese Welt nicht mehr lieb mit ihrer Lust und mit ihrer Gottlosigkeit. Du kannst das trennen. Du strebst nach der Heiligung und nach dem, was Gott gefällig ist. Und das ist eine ganz, ganz, ganz starke Herausforderung. Drittens, wende dir die Autorität an, die der Löwe dir gibt. Jesus ehrst du damit, wenn du das ausführst, was er sagt. Wenn du Anteil daran hast, ich will auch zu Jüngern machen.
Ich will nicht nur Jünger sein, ich will auch andere zu Jüngern machen. Ich will das, was ich kapiert habe. Vielleicht ist es noch nicht viel. Das will ich aber schon den anderen weitersagen, dass sie auch zu Jüngern werden. Das ist ein Jüngerschaftsprozess. Das muss geschehen. Das ist die Art und Weise, wie Jesus das Evangelium über diese Erde verbreitet, bis er dann wiederkommt. Und er hat es bis hierhin erfolgreich getan. Und es wird noch erfolgreicher werden. Es werden in der letzten Zeit mehr Jünger hier auf der Erde geben, wie je zuvor, nach dem Zeitraum gemessen. Ja? Es werden immer mehr. Und die Gemeinde wird heilig. Und die wird rein. Und die wird sein wie die erste Gemeinde, wenn Jesus wiederkommt. Die sind geschmückt für den Braut, für die Braut. Sie sind einfach durch und durch, jagen sie der Heiligung nach. An Geist, Seele und Leib. Ja, wende die Autorität an und sei auf die Wiederkunft des Löwen von Juda vorbereitet. Sei wachsam. Hab einen wachen Geist. Hab einen gesalbten Geist. Ja, dass dein Geist sensibel ist für das Reden Gottes. Dass er die Speise aufnimmt und stark wird am inwendigen Menschen. Ja, dein innerer Geist soll so gestärkt werden, dass dein Fleisch unter deine Füße muss. Ja? Dein Geist macht dich glücklich, dein Geist macht dich froh. Ich würde schon mal sagen, wie der Mops im Haferstroh. Ja? Aber er macht dich glücklich, er macht dich froh. Er gibt dir seine Herrlichkeit. Und dann bist du dankbar, dann bist du einfach happy. Und dann bist du auf seinem Weg. Und die Werke, die Welt wird an ihrer attraktiven Lust, die sie dir bietet, da an dir abprallen. Ja? Weil du die Herrlichkeit des Herrn in dir hast. Ja? Darum lass uns aufstehen. Ich will noch einmal beten. Ja? Beten, dass diese Dinge immer mehr umgesetzt werden. Dass Christen dem Löwen von Juda vertrauen. Wir sind ihm anvertraut. Ja? Und wir leben in ihm. Vater, ich bitte dich einfach, dass du uns deinen Schutz weiterhin gibst. Wer unter dem Schirm des Höchsten ist, in seinem Schatten bleibt, der spricht zu dem Herrn meine Zuversicht, meine Burg, mein Fels, auf den ich hoffe. Ich danke dir so, dass du alle Zeit mit uns gehst, uns bewahrst vor den Angriffen des Teufels. Ja, dass du uns bewahrst, Herr, auch unsere Familien bewahrst, dass du unsere Ehen bewahrst. Dass du einfach deine schützende Hand über uns hältst. Denn du hast versprochen, dass du deinen Engeln, deinen Kindern sendest. Du sendest die Engel deinen Kindern, die das Heil erben. Und das ist gut zu wissen, dass du die Engel sendest. Ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du auch Truppen an unsere Seite gibst, die uns beschützen und bewahren. Mach uns auch mutig und stark, ja? Dass wir wirklich die Angst verlieren, Menschenfurcht verlieren und dass wir auftreten, nicht stolz, sondern wir wissen, wer wir sind. Wir kennen unsere Identität in Christus. Wir wissen, dass der, der in uns lebt, stärker ist als der, der in der Welt lebt. Wir wissen einfach, dass du den Teufel besiegt hast auf Golgatha. Und wir legen die komplette Waffenrüstung an, den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Gürtel der Wahrheit, die Stiefel der Bereitschaft, das Schild des Glaubens und wir nehmen das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und wir schlagen den Feind damit in die Flucht. Alle Angriffe des Teufels zerschlagen wir mit deinem Wort. So wie Jesus hast du es auch getan. Hilf uns dabei und mach uns stark. Und wir wollen, Herr, die Autorität, die du uns verliehen hast, einfach durch deine Verheißung, die wollen wir uns im Glauben nehmen. Wir wollen das tun, was du uns aufgetragen hast. Und wir werden Gemeinde Jesu bauen, auch wenn wir jetzt in andere Räumlichkeiten gehen. Wir werden Gemeinde Jesu bauen und die Pforten der Hölle können das nicht verhindern, weil du bei uns bist, auf all unseren Wegen, bei all unserem Tun. Und wir können ruhig und gelassen sein, weil wir wissen dich an unserer Seite. Danke, Herr, dass du uns auch so vorbereitest, dass wir einen wachen Geist haben, dass wir alle Zeit das erwarten, dass der Löwe von Juda kommen kann. Jesus, dass du bald kommst, die Zeichen der Zeit gehen dahin. Ja, man sieht es schon an den Unwettern, man sieht es an dem vielen, was geschieht auf dieser Welt, der bargeldlose Zahlungsverkehr, alles, Herr, was sich auch in Israel abspielt, sind Zeichen der Zeit, die dein Kommen ermöglichen, immer mehr ermöglichen, Herr. Wir wollen bereit sein. Wir wollen nicht wie die törichten Jungfrauen sein, die einfach im Geist, nicht im Geist wandeln, sondern im Fleisch.
Ja, die Woche über Fleisch wandeln und dann am Wochenende schalten sie dich dann ein bisschen ein. Das ist nicht das, was dir gefällt. Du willst, dass wir jeden Tag im Geist wandeln und über unser Fleisch überwinden. Hilf uns dabei. Denn wir wollen noch lernen, Herr, dass wir wirklich stark sind in dem Herrn und dass wir wachsam sind. So segne jeden Zuhörer in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Amen. Okay, sei bereit. Nur die Harten kommen in den Garten, ja, die Überwinder. Ja, sie überwinden durch des Lammes Blut. Jesus selbst hat die Welt überwunden. Siehe, er hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Ja, Jesus, es ist erlaubt. Er ist Richter. Er wird einmal richten alle Menschen. Und jeder wird von ihm erscheinen müssen. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Und jede Zunge wird einmal bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ja? Und das ist einfach gut zu wissen. Wir glauben der biblischen Verheißung. Darum sind wir voller Erwartung, denn Jesus kommt bald. Und so sei den Löwen von Juda anvertraut. Gottes Segen euch.